Privet, meine Freunde, hier ist FriedLP mit Christopher. Ja, hallo. Und wir spielen League of Legends. Ja, also, um euch mal ein bisschen Information zu geben. Ich spiele Nidalee und er spielt Teemo. Wir spielen auf der Toplane in einem 5 gegen 5 in der Kluft der Beschwörer natürlich. Ja, ich weiß. Wir haben im Team eine Malphite, einen Soraka, einen Pantheon, eben ihn, also Christopher als Teemo und ich als Nidalee. Das gegnerische Team besteht aus einem Rengar, einem Udyr, einem Alistar, einem Blitzcrank und einem Master Yi. So, das war die Information zum Spiel. Es ist live, also nicht nachmoderiert. Also ja. Erstattet eine Meldung. Ja, also ich hoffe, wir gehen ja jetzt ein bisschen ab, damit ich euch ein paar Kills zeigen kann. Oh mein Gott. Oh Gott, wir haben Rengar und Blitzcrank. Ha, unsichtbar. Blip. Falls ihr jetzt denkt, was macht der da, der Blitzcrank? Ich bin unsichtbar. Also für diejenigen, die League of Legends zum ersten Mal gucken. Okay. Ich bin unsichtbar und guck zu, wie Sebastian verkackt. Weil wenn ich jetzt sichtbar werde, dann bin ich nicht tot. Seppi, da fuck, es hat mich verdrückt. Ah, doch nicht. Da steht irgend so komisches Ding vom Rengar drinnen. Ja, das ist ein Ward, ein Auge. Ja. Wir müssen das Ward zerstören. Ja. Mit, hast du eine Attacke, die... Ja, mit dem Speer könntest du zum Beispiel. Ja, der Rengar steht vorne am Busch. Fetz mal ganz vorne im Busch hin. Den Speer. Also du hast noch keinen, ja stimmt. Nee. Okay, Udyr. Okay, der ist nicht so kacke, wie ich dachte. Naja, sie sind zu zweit auf sie gegangen, also. Ja. Ich würde es nicht probieren, ich glaube die. Ja. Ja, also wenn du sagst, dass ich eingreifen soll, dann balle ich drauf. Also ich würde, wenn ich du wäre, was anfarmen. Ja, auf 3 geht's los, okay? 1, 2, 3. Gatsche, dann kriegen wir. Hätte ich bloß Blendpfeil. Naja. Ja, ich muss farmen. Ja, ich auch. Also, wir sind normalerweise recht gut hier so in LOL. Na, das ist jetzt wahrscheinlich dann der Vorführeffekt, wenn wir schlecht sind, also. Ja, es kommt eigentlich auf unser Team an und auf das gegnerische Team an. Das kennt ihr sicher aus anderen derartigen Spielen. Du kannst der beste Spieler der Welt sein, wenn dein Team scheiße ist, dann bist du auch scheiße. Ja, so ist es halt. Das ist einfach so, man kann es nicht ändern. Ich find's kacke, dass ich jetzt gerade ein bisschen weniger FPS wie sonst hab. Ja, ich habe einen Blendpfeil, also ich könnte jetzt Fisten beginnen. Ja, dann beginne zu Fisten, mein lieber Fister. Okay. Mein Gott, Blitzkrieg ist echt schlecht. Ich fiste mein Ranker, okay? Rengar ist echt, Wow, Junge! Blitzkrieg ist echt schlecht. What? Fuck. Der hat ein bisschen viel. Junge, der hackt bestimmt... Ja, okay, er spielt mit Tränke, also... Ja, okay, ich sag nichts. Wow, nee, der hat jetzt ein bisschen zu viel gezogen, finde ich. Ja, Seppi, willst du nicht die Items erklären, die du kaufst? Ja, die erkläre ich beim Kaufen. Also zuerst habe ich mir die Laufstiefel geholt, weil Nidalee hat ziemlich wenig Lauftempo. Die werde ich dann zu Zauberschuhe weiter verarbeiten und die dann mit Eifer verzaubern. Dann habe ich mir 3 Mana-Tränke gekauft. Weil man mit Nidalee oft Mana-Probleme hat, ja genau. Ist halt so. Ich schaue glaube ich mal in Busch nach. Oder fetzt du mal bitte ein Speer rein? Ich hab keinen Speer. Du bist Level 2. Ja, ich hab Heilung gemacht. Genau, take a black guy. Ja, es ist so, also meine Skill-Level-Reihenfolge lautet. Falle, 2-mal Heilung und ab dann geht's auf Speer. Ich kann aber eine Falle in den Busch hauen. Auch Weed genannt von uns, also nicht wundern. Weed ist der Busch hier, wo Christopher dran steht. Und ja, also und das ist unser erstes League of Legends Video. Das heißt, dass wir das ein bisschen verpeilen, so mit ein paar Mal oder wenn wir nichts reden, dann sind wir meistens konzentriert. Ja, wie jetzt halt eben so und ja. Ja, ihr wundert euch sicher, der ist so dumm, der bleibt im Busch stehen. Wenn der wieder reinkommt, ist er sofort tot. Ja, das ist
Teemo ein sehr geiler Passiv ist das von Teemo. Wenn man, glaube ich, 30 Sekunden lang stehen bleibt, 2 Sekunden lang stehen bleibt, danke, dann wird man unsichtbar und kann so von den Gegnern nicht mehr gesehen werden. Und das kann man ausnutzen, denn wenn man wieder sichtbar wird, hat man 3 Sekunden lang eine 40%ige Erhöhung seines Angriffstempos. Und das ist echt geil. Ich habe nämlich auch schon mal Teemo. Boah, Christi, weißt du, was ich jetzt habe? Take a break. Okay, ich hol mir jetzt den Blitzcrank, wenn es geht. Kriegst du nicht. Oh ja, ja, Gott, ja, ja, ja. Wie schlecht der ist mit seinem Hook hier. Black Guy. Ja, komm her. Danke. Das ist unsere ja, für heilen. Ja, fetzt du mal deinen Speer auf den Blitzi. Den erwischt sicher. Nee, das sind zu viel was heilen. Moment. Ich kann nochmal hier versuchen. Okay, scheiße. Ja, Alter, wie ja immer die Faust verpeilt. Oh ja. Die musst du bei Blitzkrieg echt gut drauf haben, die Hand, also die Grabschhand. Damit du gut punkten kannst mit Blitzi. Alter, komm, ich will auch farmen. Ja, Rengar ist auch hier so ein bisschen feiger, ne? Ah, scheiße! Alter, wie der seine Hook verhaut hier, ist es. Ja. Ich sitze mal kurz zu unseren anderen Lanes. Yi ist in der Mitte gegen Soraka. Malphite und Pantheon gegen Udyr und Alistar, wie es aussieht. Ja, dann bin ich mal wieder unterwegs mit Christopher zu helfen. Ja, wir könnten uns jetzt einen holen. Also ich habe meinen Blam-Pfeil und wir könnten uns jetzt einen holen. Werden am wenigsten leben. Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt fick dich! Oh. Wow, das war gerade knapp. Das war gerade richtig fett knapp. Bleib hier. Ich hab bald heilen und. Achso. Warte, ich verliere nur schnell ein bisschen Leben, damit sich das auch zahlt. Ihr seht jetzt nur Sebastian seiner Sicht. Wir hatten halt nicht vor, dass ich auch aufnehme. Aber ist wohl nichts geworden. Macht auch nichts. Vielleicht werden die mal aus meiner Sicht auch aufnehmen, falls euch interessiert, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Oder wir machen das abwechselnd, einmal eine Folge aus meiner Sicht, einmal eine Folge aus seiner Sicht, weil... Ja. Das geht auch. Ja, ich komme mit dem Blitzcrank. Ja, du fick ihn einfach mal durch. Also unser Team ist gerade im Moment recht scheiße, muss ich schon sagen. SS-Bot, okay, gut, danke, dass du es sagst. So. Ja, Blendfall reingewirkt. So. Ja, also Teemo geht normal ziemlich ab, ich mit Nidalee auch normalerweise. Ja, es kommt immer, wie gesagt, aufs Team. Hat er sich über Saalen gekrapscht. Ja, komm mal bitte in den Busch oder so. Warum? Ja, einfach so. For take a black guy und Überraschungseffekt. Weißt du Bescheid? Wir haben gesehen, wie du in den Busch reingerannt bist, aber okay. Ja, aber sie wissen es nicht mehr, wo ich bin. Ja, wir holen sie einfach einen Blitzi, wenn es geht. Oder? Was meinst du? Ja, natürlich! Boah, Junge, Alter. Und ich bin weg. Das war gerade. Ja, er hat per Zufall in den Busch geschossen, mich leider erwischt. Ist jetzt nicht so geil, aber naja. Kannst du nichts machen. Fuck. Warte, wo ist dummer Zufall? Ah, ja, scheiße. Soraka kann ja heilen. Ich habe ja schon überlegt, ob ich mich weiter runterstelle, aber ne. Aber eigentlich sieht sich unser Team recht gut aus von den Champions her. Also Teemo und Nidalee hauen richtig fett Damage. Phantheon ist ein saugeiler Off-Tank. Soraka, ja, geil zum Heilen. Und zum Teil verstehst du im Bett. nee. Und ja. Ja, eigentlich, also wir sind eigentlich ein perfektes Team, so von der Aufteilung. Ja, her. Fangen wir mal mit Busch des Todes an. Der Busch des Todes. Sie brauchen Nidalee. Ja. Oh, ich habe jetzt 60 FPS, Jungs, das sieht jetzt echt flüssig aus. Ja, mach du mal Falle rum, du mein Pilz rum oder so irgendwie. Danke.
So, also normal habe ich auch immer 60 FPS, nur im Moment ein paar Mal Fraps dazwischen funkt und so. Dann habe ich ein paar Mal weniger oder mehr, keine Ahnung. Jetzt hatte ich gerade wieder 50, auf einmal wieder weniger. Ja, natürlich! Alter, wie random schießt der da rein? Ziemlich random. Und hätte Vielleicht er ist es sich auch. jetzt nicht geblitzt, hätte ich mir beim Todessperr getroffen. Ja, mein Blendfeld hätte auch gesessen, das wäre das ausgewiesen. Ja, ich mach mal die Vasallen weg. Wie ihr seht, Okay. also es sieht aber recht gut aus für uns. Wir sind schon beim Tower. Ja, Das also liegt. ich muss euch noch eine Information geben. Also so. Zu den LOL Let's Play Togethers. Und zwar bleiben wir nicht lange zu zweit, sondern werden meistens zu dritt sein. Und zwar wird Tobias mitchen, den kennt ihr bestimmt aus Stronghold auch schon. Und ja, aber der ist eben gerade Euer Team mit seinem ist sehr Bruder irgendwo gefährlich. unterwegs oder so, oder spielt gerade mit seinem Bruder oder so, irgendwas, keine Ahnung. Und am Freitag fährt er weg für eine Woche oder so ähnlich. Und deswegen kann er leider nicht mit aufnehmen. Krallen oder Aber Schwingen, danach wird er sicher Schicksal auch ist es. mitmachen. Fangen wir den Busch des Todes an. Also fahren wir fort mit Busch des Todes. Ja klar, gleich, Moment. Ich mache ein, zwei Absicherungspilze dahin, bevor, also wenn er reinrennt, dass er, wenn er zurückrennt, noch in die Fresse bekommt. Alles klar. Ja, Rengar fristet. Alles klar, Herr Kommissar. Alter, wie viel Damage wir reinhauen für unser Level. Ist das schon? Da! Rengar fristet! Jetzt wird scheiße werden. Yes, we can, Alter. Ja, hol dir. Warte, ich renne in den Busch, okay? Und? Yes, we can. Komm schon. Yes, we can, bitch. Okay. Alter, jetzt hast du gesehen, also so gehen wir durchschnittlich ab. Ja. Busch des Todes, wir danken dir. Für deine heilige Gabe. Ohne dich hätten wir es nicht überlebt. So. Ja. Ja, ich mach mal kurz Backpot für Items und so. Ja, mach schon. Leben und Mann. Oh, jetzt wieder 50 FPS gerade, das ist nice. Und so sieht es auch normal bei mir aus mit, also ich habe immer 50 bis 60 FPS. Und nicht so wie hier voll so abgespackt 30 FPS und so. Ja, wir ficken Rengar jetzt ein bisschen. Plopp. Zwei Speere, Hälfte vom Leben weniger. So, mein Speer des Todes ist ganz aufgelevelt. Und Rengar hat sich jetzt hier im Weed versteckt und hat wieder mal einen Speer abbekommen. Wir machen das jetzt so. Ich fiste beim Turm vom. Na, das ist scheiße. Ja, ich stelle mich dahin. So. Kannst mich nicht einsperren, Beschwörer. Und setze einen Pilz auf mich drauf, falls mich wer attackiert. So. Lockst du bitte ein bisschen her oder so, damit Ja. ich. Weißt du Bescheid? Kätzchen zeigen, was echte Krallen sind. Ja, du kannst ein. Nein, Sperr sieht jetzt scheiße aus. Ja, musst einfach ein bisschen locken. Will mich Und? hooken. Komm, 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 komm. Ja, scheiß drauf. Mach mal so. Geht auch. Und er rennt direkt in den Pilz rein beim Zurückrennen, Alter. Das ist jetzt meiner Seppel. Ja. Der gehört jetzt mir. Danke. Das war jetzt alleiniges das Gift. Was? Take a Gut, Blank ein. dann haben wir wieder mal beide down gemacht. So sieht's normal aus bei uns. Also, Du hast sowieso beide das bekommen. klingt jetzt sehr angeberisch, wenn man so sagt, so sieht's normal aus. Aber es ist wirklich so. Ja, du hast jetzt eh beide Kills bekommen, also. Ja, du, aber du wirst du Feuerball bekommen. Also. Ja. Gerechte Aufteilung. Ja, so sieht's bei uns öfter aus, dass so, jetzt bekomme ich den Kill oder so. Ja. Zum Beispiel, wenn Ja. man sieht, ich habe zuerst zwei Deaths bekommen, gehabt und jetzt bin ich wieder Neutral. neutral, ja, weil jetzt habe ich Zeug. Das will ich Und weggehen. jetzt verpissen wir uns. Wir könnten die Golems fisten. Könnten wir, aber ich würde sagen, ich farm erstmal was an. Kennen keine Ach. Ja. Schau mal, Sieh wer da an. kommt! Schau mal, wer da kommt! Mister, ich Bum, will dich ficken, schaff's aber nicht. Aufmerksamkeitsdefizit, Opfer, das ist unser Name. Plopp.
Und wieder mal die Hälfte weg. Alter, Digga, schwör. Ist wieder ein Blendfall durch den Schock. Komm schon. Oh, toll. Renn zu mir, renn zu mir. Ich sterbe jetzt, aber egal. Du müsstest Blitze bekommen. Oder auch nicht. Oh, jawoll. Lauf doch. Ich weiß nicht mehr, warum du den bekommen hast. Ich hab keinen Mann mehr, also ich kann jetzt nicht mehr. Du stirbst jetzt. Nein. So, Sprint Attack, Vasallen. Getsche Vasallen. Ja! Nein! Ja, also, falls ihr mich jetzt so öfter räuspern, also hört, ich bin noch krank, also deswegen. Seppi, jetzt geht's bergauf, ich hab Pornobon. Oh, geil. Ja, als nächster gibt es. Alter, fuck, ich hab mein Timo Item als voll falsch aufgelistet. Sieht gerade schlecht aus. Fähigkeitenstärke. Schmunzel. Robotons Todeshaube. 120 Fähigkeitenstärke. Ja, ich habe den Pornobogen, also es geht bergauf. Ab jetzt. Ja. 3-3 steht's. Bin gleich da. Phanteon ist unser Jungler anscheinend. Obwohl er nicht ein Off-Tank ist, aber ich will ja nichts beschweren. Wirst du gerade von den Vasallen gefistet oder täusche ich mich? Ja. Ich war gerade allein gegen alle Vasallen. Ich wollte unbedingt ein bisschen farmen. Deine Fallen, also ja genau, du musst neue Fallen platzieren. Ja, mach ich dann. Und da, wo ich gerade stehe, da am besten auch. Also da so. So nach, was der wie mal oben bei der Spinne gemacht hat. Ja, klar. Weißt du Bescheid? Weil dann werde ich auffällig mit halbem Leben die Golems farmen. Und dann kommt wer nachher. Jetzt wird's schön, jetzt wird's nice. Wenn er da durchläuft. Oder er traut sich nicht. Oder er steht da rum. Und wie er immer wieder seine scheiß Ding verpeilt, ich check's nicht. Rengar kommt gleich, also. Ja. Ich komme. Umdrehen, Seppi, komm zu mir. Okay, den Rest lasse ich dir. Danke. Waren wir hier? Dann hätte ich jetzt auch kein Essen können. Du hättest Blitz bekommen können, aber ist ja egal. Hab ich. Ach, echt? Ja, er ist dann so noch rechts und ich habe einmal drauf geschossen. Habe ich ihn okay. Falsch Gift leider. Wir haben schon 7 von den 10 Kills unseres Teams, also wir beide. Das heißt, wir sind eigentlich hier gerade die Overblows. So. Sieht das so, also es ist jetzt wieder so richtig so angegeben, klingt so. Soll ich angeben, es ist so. So läuft das normal bei uns zwei, wenn wir es mit Team und Niederlich spielen. Also. Ist halt ein geiles Dev-Team. Wir haben schon mit der Zeit, also wir spielen schon eigentlich recht lange, finde ich. League of Legends und mit der Zeit entwickeln wir verschiedene Todesteams, Dev-Teams, ja. Mit denen wir einen nach den anderen wegputzen. Ja, das zum Beispiel wäre das Katharina Lux und eben Timo Niederli. Und Amumu Katharina. Amumu Katharina, ja, genau. Obwohl Amumu Katharina hat sich bis jetzt am wenigsten bewährt. Ja. Aber trotzdem ist es geil. Ja, gut. Moment, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Okay, doch. Mach mal da oder mach mal da. Wo denn? Ja, ich setze es überall einen Pilz hin, falls sie irgendwann mal durchlaufen. Okay, ich habe mich jetzt schon durch meine Heilskills voll geheilt wieder. Und Digga, schwör, mach da bitte ein paar Fallen. Ja, okay. Ich mache mal die Vasallen. Das scheiße ist, was ich habe ein paar Mana-Probleme mit Nidalee. Aber. Wenn ich heile, bekommst du wieder Mana, oder? Nee, leider nicht. Wo rennt der bitte hin? Okay. So. Ja, er versucht halt deine Speer auch. Oh! Wow, Junge! Junge, hab ich nicht. Oh fuck, das war gerade lag. Er denkt, wir wären einfache Beute, aber das sind wir nicht. Ja. Also. Es steht jetzt 12-6 für unser Team. Und blopp.
Junge, warum habe ich gerade zwei Pilze platziert? Fuck, das war Fail. Weil, ja, ich lock mal da so. Ah, ich bin ein kleines Kind, ich lauf weg. Moment, wenn du da stehst, könntest du doch so raufpfeffern, oder? Meins. So. Ich brauch bitte nachher den nächsten Kill oder so, gell? Ja, kannst du machen. Aber er hat mich angegriffen, das war jetzt mein. Oh. Ja. Dein Verdienst. Ja. Wie sieht's aus mit unserem Busch? Ja, Master Yi. Ja. Oh, Podcast. Ja, komm, lauf in den Busch. Oder wenn du wegläufst, lauf immer bei Pilzen vorbei. Wenn es geht. Na klar, du. So, jetzt zum Beispiel. Ah, ich bin ein kleines Kind, ich bin wehrlos. Und heil und meins, meins. Danke. Take a black guy. Danke. Jetzt habe ich schon wieder zu wenig Mana, das gibt's nicht eigentlich. Ja, ich auch. Ich fahr mal ein bisschen. Mein Pilz braucht nämlich 100 Mana und das ist. Ja, machen wir schnell den Turm, oder? Oh, oh, oh. Ich habe ihn geteilt. Warte. Zum Glück, danke. Oh, Mist, darf... Aufmerksamkeitsdefizit. Ja, komm. Gut. Ja, 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 ja. Du? Ja, ja, ja. Jawohl, Alter, der sitzt. Ja, mach mir schon einen Tower. Ja, jetzt moin. Lassen wir jetzt die Supervasallen durchrushen, oder? Ja, also wenn wir jetzt Supervasallen haben, dann machen wir. Junge! Das war Soraka halt. Ja, das ist richtig fett. Auf Aram. Vor allem. Oh mein Gott, ich bin so ein Noob, ich lauf da vorbei. Das sind keine Pilze oder so. Kommt! Alter, das feindliche Team kackt ab wie im 6 Def. Davon habe leider ich 3, aber naja. Und nicht 2, aber naja. Wir haben die meisten Devs, aber die meisten Kills, also finde ich, das passt schon. Ja. Nein, böser Master Yi. Alter, mein Mana geht so down. Ja, meins auch. Zum Glück braucht man als Tiger keinen. Ja. Ja, mein Pilz braucht nämlich 100 Mana am Stück. Ich weiß, das ist echt scheiße ein bisschen. Ja. Ja, ich mach schon den Ding da. Ja, natürlich. Ja. Weißer Tom. Oh, Junge. Oh, toll. Komm, kommst du. Jawohl, jetzt fressen sie. Ja, ich kann leider nicht sehr viel tun. Tut mir leid. Ich glaube, ich lasse dich jetzt qualvoll verrecken. Oh, toll. Schön, schön. Ja. Okay, das war's. Gegen Mr. Lubi kann man nichts machen. Unsichtbar, unsichtbar. Bitte, 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 bitte. Yes. Ja. Mr. Nubik mit 419 Lauftempo, da kannst du nichts machen. 419 ohne Ultimate, wenn ich bitten darf. Ja. Meine Alter, mein Q-Skill braucht 90 Mana. Ja, also ich habe mir jetzt Rabadans Todeshaube gekauft. Fähigkeitsstärke. Ja, ich kaufe jetzt auch was. Das heißt, mein Q-Skill, also mein Wurfspeer, macht jetzt bis an die. Also 360 Schaden, also 360 plus 250%. Ich kaufe jetzt auch Rabadons. Ich mir das fehlt heißt mal über 1000 Schaden. Moment, ich gehe mal ein bisschen jungeln, ne? Also hier so mach ruhig. Wir können ja dann eigentlich bei den anderen Lanes in der Mitte ein bisschen pushen, weil das sind sie noch nicht so weit. Ja, da ich helfe jetzt ein bisschen top aus und dann kannst du pushen. Mit 4 Leben! Junge, ich hab gedacht, der überlebt mit 4 Leben, der Pisser. Lauf beim Pilz vorbei, lauf beim Pilz vorbei. Jawohl. Und in die nächsten Pilze rein. Einwillig. Und Double Kill. Alter. Ich wollte ein Double. Ja, dafür bekomme ich jetzt Take a Black Guy. Ja. Das so. Danke. Ja, ich glaube. Machen wir mich da. Ja, machen wir mit. Holen wir uns. Ich glaube, ich will jetzt einen Buff haben.
Oh, Caps Lock. Upsi. Upsi, liebe Upsi. Sodala, meine Freunde. Dann helfen wir dir jetzt mal in der Mitte. Oh. Ah, no. Okay. Ich muss jetzt abmoderieren. Das war das Spiel. Wir haben gewonnen. Und habt mir eine recht gute KD. Da würde ich sagen, sehen wir uns mit dieser schönen Musik, ohne diese schönen Siegesmusik, bei der nächsten Folge Let's Play Together League of Legends. Christopher. Ja. Verabschiede dich. Mir hat's sehr Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es euch geht. Hoffentlich gleich. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die hoffentlich bald kommt. Und bis dann. Ja, tschüss.